Und dies sind dann jetzt die Vorratskammern, sag ich jetzt mal so, der Schachtschleuse. Dann das Wasser in die Schleuse lief, um das Wasserniveau in der Schleuse zu heben, damit die Schiffe dann oben ausfahren können. Und ich bin jetzt an der neuen Schachtschleuse. Hier wird gerade ein Kanalschiff aufs Unterwasserniveau geschleust. Also nach unten geschleust. Ja, hier kann man auch an der Stelle sehr schön sehen, wie der Wasserstand abfällt. Ja, und hier im Hintergrund sieht man dann nun das neue Hebewerk. Das ist 1962 fertiggestellt worden. Ein bisschen davon können wir uns jetzt gleich noch anschauen. Ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich ganz gut, dass man hier wirklich auch relativ nah, sage ich jetzt mal so, ans Geschehen rankommt. Es ist wirklich nur ein kleiner Zaun, der einen von der Schleuse trennt. Und man kann den Schleusvorgang dann auch schön beobachten. Das finde ich eigentlich ganz nett so. Ja, am neuen Hebewerk gibt es leider nicht ganz so viel zu sehen. Also das neue Hebewerk wurde dann nur noch mit zwei Schwimmkörpern betrieben, die natürlich wesentlich größer waren. Das neue Hebewerk konnte natürlich auch wesentlich größere Schiffe in seiner Wanne, in seinem Trog befördern und war wesentlich leistungsfähiger. Ja, das war es dann schon von meinem Besuch am Hebewerk oder im Schleusenpark, wenn man so will. Ich muss sagen, hat mir ganz gut gefallen hier. Und ich muss die Infos, die ich euch so gegeben habe, also ich bin kein Touristenführer. Das sind Infos, die ich aus Tafeln hier entnommen habe im Park, beziehungsweise einiges wusste ich noch aus meiner Schulzeit. Wir haben damals hier eine Führung unternommen, sodass ich euch bitte, wenn etwas nicht stimmt,
könnte es mir ruhig sagen. Ich habe es halt nicht besser gewusst. Ich gehe jetzt auf jeden Fall langsam zum Auto, weil mittlerweile es ist recht nass und windig. So langsam wird mir dann doch ein bisschen kalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.